Zunga und Zunga, die Golfshow, herzlich willkommen. Heute wollen wir euch drei Möglichkeiten zeigen, wie ihr die Längenkontrolle beim Pitchen, also dem Annäherungsschlag, wo der Ball aufkommt und schnell liegen bleibt, steuern könnt. Die erste Variante ist wie folgt. Steffen, greif mal den Schläger. Ja. Und jetzt holst du bitte so weit aus, dass dein Schläger waagerecht zum Boden ist. 9 Uhr ist Ende. Also. Quasi 9 Uhr, waagerecht. Okay. Okay. Soll ich den so spielen? Spiel den mal so. Okay. Das ist natürlich wenig Ausholbewegung, da werde ich nicht viel Länge generieren können. Genau. Aber ich kriege ihn dahin. Okay? Genau. Die zweite Variante ist, dass nicht der Schläger auf 9 Uhr ist, sondern dein linker Arm beim Ausholen. Sehr gut. 9 Uhr. Genau. Okay. Du vergrößerst den Umfang, ja, und hast dadurch mehr Tempo, ja, und mehr Länge. 9 Uhr. Sehr, okay, gut. Schon ein bisschen längerer Flug, ne? So ist es. Die dritte Variante ist, dass dein Schläger jetzt im höchsten Punkt der Ausholbewegung auf 12 Uhr zeigt. Arm auf 9? Ja. Schläger auf 12. Das heißt, da kommt Handgelenk rein? Jawohl. Und dann gehe ich durch den Ball. So ist es. Okay. Also, Arm auf 9, Schläger auf 12 und dann schön durch. Genau. Drei Möglichkeiten, die Längen zu dosieren, zu steuern. Und das muss natürlich nicht nur mit ein und demselben Schläger passieren. Nein, kannst du alle Wedges nehmen, Eisen 9, mit was auch immer, kannst du das machen. Üb das, viel Spaß dabei.